Zwei Hubschrauber auf großer Reise. Mit dem Schiff von Deutschland nach Portugal. Überseehafen Emden, 7 Uhr morgens. Vor zwei Tagen sind die beiden CH-53G hier an der Pier gelandet und warten nun auf ihre Abholung. Heute geht die lange Reise weiter, allerdings nicht aus eigener Kraft. Per Haken und Kran sollen die Helis auf ein Frachtschiff verladen werden. Ihr Ziel ist der Hafen in Aveiro, Portugal. Noch ist vom Schiff nichts zu sehen. Die Soldaten nutzen die Zeit. Bevor die Hubschrauber angehoben werden können, müssen noch Vorbereitungen getroffen werden. Der Domdeckel am Hauptrotor wird entfernt. Hier soll später die Hebevorrichtung montiert werden. Die Soldaten arbeiten konzentriert, um nichts zu beschädigen. Keine leichte Arbeit. Etwa 180 Kilogramm wiegen die Einzelteile des Hebegeschirrs. Später werden daran 13 Tonnen hängen. Alles fertig, die Hebevorrichtung sitzt. Mit mehreren Stunden Verspätung trifft das Frachtschiff ein. Die Soldaten warten schon. Die Zeit muss wieder aufgeholt werden. Der Staffelkapitän aus Rheine erklärt den Grund für die Verladung seiner Hubschrauber. Ich bin der Projektoffizier des Transporthubschrauberregiments 15 in Münsterland. Wir haben den Auftrag, an der Übung Hot Blade, das ist eine Hubschrauberübung in Portugal, teilzunehmen. Die Übung wird geführt von der EDA, das ist die European Defence Agency. Und Ziel dieser Übung ist es, europäische Hubschrauberkräfte gemeinsam zu trainieren, gemeinsam zu standardisieren und mit zukünftigen Einsätzen dann eben gemeinsam zu operieren und zu arbeiten. Wir verlegen über See, um die Kompetenz Seetransport für CH-53 uns wieder neu zu erarbeiten, zwei CH-53 Transporthubschrauber der Version G, zusätzlich 12 Container, die mit Material beladen sind, und etwa 20 Fahrzeuge. Letzte Absprachen zwischen der Schiffsbesatzung und Soldaten vom Logistikzentrum der Bundeswehr. Sie haben diese Verladung geplant und tragen die Verantwortung. Gemeinsam mit dem ersten Offizier des Schiffs hat man beschlossen, die Hubschrauber als erstes zu verladen. Die Radfahrzeuge sollen später folgen. Per Schlepper geht es für die Hubschrauber zum Schiff. Auch eine Umschlagkompanie unterstützt. Letzte Einweisung. Und wie ist der Plan? Wir sind mit 20 Mann vor Ort. Wir haben die 20 Personen eingeteilt in zwei verschiedene Teams. Ein Team wird sich auf der Pier befinden und ein Team auf dem Schiff. Und dann werden die Fahrzeuge vom Abstellplatz der Reihe nach vorne gebracht und dann mit dem Schiffskran aufs Schiff gehoben. Zentimeter für Zentimeter geht es in die Luft. Mit Seilen führen die Soldaten den Hubschrauber. Er darf sich nicht unkontrolliert drehen. Zu groß die Gefahr, dass etwas beschädigt wird. Der Wind frischt auf, die Soldaten an der Pier haben aber alles fest im Griff. Jetzt nur noch in den Frachtraum. Langsam wird der Hubschrauber abgelassen. Unter den kritischen Augen der Soldaten wird der Heli abgesetzt. Mit Holzbalken und Keilen wird das Fahrwerk gestützt. Wenn alles verzurrt ist, bewegt sich hier nichts mehr. Auch der zweite Hubschrauber ist schon am Haken. Die Soldaten der Umschlagkompanie leisten Top-Arbeit. Dann wird es noch einmal knapp. So ein Hubschrauber ist ganz schön unhandlich. Nervosität? Ja, man wirkt sehr cool nach außen, aber nach innen ist das tatsächlich nicht so. Das ist ein sehr sensibles Gerät. Und insofern müssen wir darauf achten, dass hier nichts passiert, dass nicht angeschlagen wird. Denn dann ist für dieses Luftfahrzeug die Übung sofort zu Ende. Und das wollen wir natürlich nicht. Also es ist schon ein bisschen Kribbeln im Bauch, wenn man mit so einem Gerät umgeht. Ja. Das war wohl der anspruchsvollste Part hier. Der Umschlag von Radfahrzeugen, auch in dieser Größenordnung, ist jetzt eine Herausforderung, die durchaus zu meistern ist. Und schon ist der erste LKW ins Netz gegangen. Viele weitere werden heute noch folgen.
Einen halben Tag werden die Soldaten brauchen, bis alles verladen ist. Knapp eine Woche später kommt das Schiff in Portugal an, mit an Bord Soldaten vom Logistikzentrum und von den Heeresfliegern. Und auch wir werden in Portugal dabei sein.